Es ist schwer, die süßeste Wassermelone rauszusuchen. Ihr müsst auf die richtige Art und Weise darauf klopfen. Diese oder diese? Vielleicht diese. Hey, pass doch auf. Oder vielleicht solltest du dir eine Ananas aussuchen. Ups. In der rechten Ecke des Rings ist die furchtlose Ananas. In der linken Ecke ist die Hausfrau Wassermelone. 2, 1, los! Hi, schreibt uns einen Kommentar, wer diesen Kampf gewinnen wird. Wassermelone oder Ananas? Der Kampf war ein Erfolg. Die Challenge beginnt. Wer kann das Obst schneller aufessen? Auf die Plätze, fertig, los! Wow, Mädels, ihr seid aber schnell. Wie macht ihr das? Halb so wild. Ha, hier hast du noch mehr Wassermelone. Danke, ich helfe immer gerne. Erledigt, ich habe alles aufgegessen. Und die Gewinnerin dieser Runde ist Wassermelone Molly. Ich werde deine Haare ruinieren, du gemeine Ananas. Hier ist eine neue Aufgabe für euch. Lasst uns Soße hinzufügen. Senf für Wassermelone Molly und Tabasco für Ananas Foxy. Ich werde immer meine Wassermelone essen, egal was drauf ist. Sogar mit Senf. Ich habe auch keine Angst vor Gewürzen. Wow, heiliger Tabasco. Ladies, seid ihr bereit? Ich könnte sie sogar mit mehr Soße essen. Das ist ein Kinderspiel. Oh, das wird würzig. Fangt an. Ah, Hilfe! Das ist zu viel. Ich gebe nicht auf. Oder vielleicht doch. Ich halte das nicht mehr aus. Ladies, in dieser Runde gibt es keinen Gewinner. Jetzt müsst ihr ein Puzzle lösen. Verbindet diese Teile, um eine Ananas und eine Wassermelone zu bilden. Eure Zeit beginnt jetzt. Los! Ich kann eine Ananas mit geschlossenen Augen bauen. Welche Seite muss ich wählen? Und wir haben einen Gewinner. Ananas Foxy. Hey, das ist ungerecht. Du kleiner Ball. Du wirst niemals gewinnen. Hi, ich werde euch zeigen, wie man eine Wassermelone schneidet. Das Wichtigste ist, dass ihr die Spitze abschneidet. Und jetzt braucht ihr eine leere Pringles-Dose. Steckt die Dose in das Fruchtfleisch. Noch tiefer. Geschafft. Hier ist sie, eine Wassermelonenwurst. Jetzt muss ich sie nur noch in gleichmäßige Scheiben schneiden. Wow! Jetzt ist Ananas Foxy dran. Danke, Wassermelone Molly. Ich werde auch diesen Lifehack ausprobieren. Es klappt nicht. Oh, schade. Ups. Foxy? Molly, du bist zu spät. Setz dich. Okay, ich warte. Ich kann so lange meine Wassermelone essen. Heilige Wassermelone. So viel Staub. Übrigens, das ist eine tolle Idee. Eine Wassermelonenmaske. Schneide 2 Stücke aus grünem Stoff aus. Und näht sie zu einer Maske mit Abnähern in der Mitte zusammen. Näht auch elastische Bänder an. Fügt ungleichmäßige grüne Filzstreifen hinzu, damit es wie eine Wassermelonschale aussieht. Und schneidet den Überschuss ab. Hier, setz die Maske auf. Diese Wassermelone wird deine Lunge schützen. Wow, danke. Welche Farbe hättest du gern? Ananas natürlich. Beschichtet einen Kunstnagel mit Gellack und trocknet ihn unter einer UV-Lampe. Fügt braune Punkte hinzu und zeichnet ein Gitter. Lasst es wie eine Ananasschale aussehen.
trag klaren Gel-Nagellack auf und trocknet die Nägel unter einer UV-Lampe. Schneidet jetzt Ananasblätter aus grünem Schaumgummi aus und klebt sie auf den Nagel. Stellt 10 Ananasnägel her. Deine Maniküre ist fertig. Oh, 10 kleine Ananas. Wie süß. Sie streiten sich schon wieder. Wer ist besser? Ist meine Ananas besser oder deine Wassermelone? Räu weg, Melone. Was? Deine Ananas ist nur für eine Sache gut. Sie ist dein Bowlingpin. Ananas-Bowling. Erteil dieser gemeinen Ananas eine Lektion. Ja, Ananas-Strike. Ich bin ein Champion. Das war's. Damit kommst du nicht durch. Okay. Ich werde deine Wassermelonen unter meinen Füßen zerquetschen. Meine Wassermelonen. Warte, ich habe eine Idee. Ihr braucht einen kaputten Absatzschuh. Schneidet ein Stück Styropor aus und klebt es an den Absatz. Drückt Wassermelonenstücke auf Stickerpapier aus. Und wickelt das Styropor darin ein, sodass es wie eine Wassermelonenscheibe aussieht. Seht mal, ich habe die saftigsten Schuhe dieses Sommers. Was denkt ihr? Kann ich mit diesen Schuhen eine ganze Ananas zerquetschen? Kommentiert eure Meinung unten. Jetzt müsst ihr die Wassermelone und Ananas appetitlich präsentieren. Eure Zeit beginnt jetzt. Was soll ich tun? Benutzt dein Kopf, Molly. Au, ich versuche sie zu öffnen. Ladies, was ist nur los mit euch? Das ist ein Job für einen echten Obst-Ninja. Ein paar schnelle Bewegungen und wir können die Wassermelone servieren. Puh, das war ein harter Kampf. Schneidet ein Stück von einer ganzen Wassermelone schräg ab und schneidet ein Stück aus. Entfernt das Fruchtfleisch, formt die Ränder zu scharfen Zähnen. Schneidet die grüne Schale von den Zähnen ab. Zeichnet mit einem Permanentmarker Augen auf. Füllt den Mund mit Wassermelonenwürfeln. Wie findet ihr meine Präsentation? Auch eine Ananas konnte dem Katana nicht ausweichen. Dieser Ananas ist ein geometrisches Meisterwerk. Schneidet eine Ananas auf und schneidet die Blätter ab. Schneidet entlang der harten Mitte. Trennt das Fruchtfleisch mit einem Messer von der Schale. Schneidet das Fruchtfleisch in Scheiben und legt die Scheiben auf verschiedene Seiten. Sensei, das ist eine perfekte Präsentation. Wow. Die Ananas und die Wassermelone sehen noch leckerer aus. Das Duell geht auch in einem Café weiter. Nicht schon wieder dieser Ananas-Pechvogel. Nicht schon wieder diese Wassermelonen-Hexe. Ich habe mir ein neues Outfit für dich ausgedacht. Hey Foxy, lächeln. Das Kleid steht dir echt gut. Zeig mal her. Hey, ich kann auch ein Ananas-Outfit machen. Süße Sommer 2021-Kollektion. Molly, steh auf. Die Ananashose steht dir wirklich gut. Wie lustig. Nimm ein Drink, Rick. Das ist mehr als nur eine Ananas. Dreh den Wasserhahn auf und genieß es. Schneidet die Spitze einer Ananas ab. Entfernt das Fruchtfleisch mit einem Spezialmesser. Formt einen kleinen Wasserhahn in den Boden der Ananas. Um ein Getränk zu machen, müsst ihr Sprudelwasser mit Ananassaft, Sahne und Kokossirup mischen. Gießt das Getränk in die Ananas und fügt Verzierungen hinzu. Mmh, wie lecker! Ich zeig dir gleich eine echte Wassermelonenflut. Eine Wassermelonendusche! Das ist gegen die Regeln, Molly. Oh, du Ananas.
Ups, habt ihr das gesehen? Mädels, Zeit für ein Duell. Setzt eure Kopfbedeckungen auf. Erste Runde. Los, Einhörner. Die Mädchen müssen die Ringe so schnell wie möglich auf ihre Köpfe werfen. Die Ananasringe wollen wohl nicht auf Foxys Kopf landen. Aber dafür bleiben die Wassermelonenringe auf Mollys Kopf. Das Spiel ist vorbei. Und der Gewinner dieser Runde ist Molly und ihr Wassermelonen-Team. Ha, diese Wassermelone hat verloren. Ich verkünde die Ergebnisse der Challenge. Es steht unentschieden. Wir haben 2 Gewinner. Warum? Und was ist mit den Preisen? Jeder bekommt einen anderen Preis. Ananas-Freundschaftsdonuts für Molly. Wickel deinen Ananasring aus der Dose in einen vorgefertigten Hefeteig. Schneide den Teig entlang der Kontur aus. Frittiert ihn, bis er goldgelb ist. Tauch den Donut in gelbe Glasur und tragt Streifen aus geschmolzener Schokolade auf die gehärtete Glasur auf. Wer hätte gedacht, dass eine Ananas so gut schmecken kann? Und Wassermelonen-Beeren-Wackelpudding für Foxy. Wow. Ein Mix aus Beeren in einer Wassermelonschale. So etwas habe ich noch nie probiert. Lecker! Entfernt das Fruchtfleisch aus einer Wassermelonenhälfte. Wascht Beeren. Wir verwenden Himbeeren, Johannisbeeren und Brombeeren. Legt sie in die Wassermelonschale. Löst klares Gelee nach Rezept auf und gießt es hinein. Lasst es dann aushärten. Foxy, lass uns teilen. Die Freundschaft ist der Gewinner dieser Challenge. Denn unsere Liebe zum Obst verbindet uns. Wie fandet ihr unsere Challenge? Schreibt uns, was ihr mehr mögt. Ananas oder Wassermelonen? Und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns.